Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostwiff. Ja, wir haben so einiges gebaut in den letzten Folgen. Wir haben einen Kuhstall, einen Hühnerstall und sogar ein paar Hühner, was mich sehr freut. Natürlich noch nicht viel, aber hey, das kriegen wir schon noch hin. Die sind auch gut versorgt, würde ich sagen. Für 3 Jahre reicht's. Ja, jetzt ist halt noch Schweine. Schweine und Kühe müssen noch. Und wir haben das hier, das Stone Mining Camp. Da ist gerade der Wagen geordert. Der wird hier gebaut. Ein bisschen was fehlt noch. Metal Parts. Oh. Haben wir da noch welche? Nicht so viel scheinbar. Ui. Ich muss das doch ein bisschen höher machen, mal kurz. Wir haben tatsächlich nicht genug dafür. Nicht so schön. Aber wir müssen warten. Also noch brauche ich da keinen einsetzen. Macht jetzt wenig Sinn. Und die Brücke hier wird dann demnächst auch gebaut. Aber eben noch ein paar Heubaracken. Ich mache mal ein bisschen schneller. Was ich gerade überlege ist, ob wir vielleicht noch Häuser bauen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht so ganz genau. Oh, guck mal. Hier ist bald schon, die Ernte geht bald los. Da müssen wir drauf achten. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir vielleicht unsere Leute nicht so gut ernähren können. Dass wir da irgendwann ein bisschen aufpassen müssen. So, hier haben wir so unser Essen drin. Das ist nicht wirklich viel, muss man schon sagen. Ich habe ein bisschen Schiss. Na gut, wir haben noch ganz viel Weizen. Das ist gut. Und Hanf auch noch ein bisschen. Hanf wird nicht gegessen. Ich weiß, das ist Kleidung. Ein bisschen was haben wir da, was verkauft wird. Kartoffeln ist halt. Aber es ist ja gleich Ernte. Also eigentlich, ich denke, es wird schon alles gut werden. Oh, guck mal, hier sieht es doch schon aus, als würde es gleich losgehen, oder? Ich glaube, da geht es gleich mit der Ernte wieder los. Sehr schön. Warum werden die Dinger nicht gebaut? Das wundert. Ach doch, okay, wird auch gerade gebaut. Hier haben wir drei Stück nebeneinander gebaut. Hier kommt doch einiges zusammen an Heu. Ich hoffe, dass dann 3 reichen. Wir haben ja noch nicht mal Kühe, also wir müssen ja erstmal Kühe kaufen. Aber da müssen wir jetzt leider warten, bis halt ein Händler kommt und uns welche anbietet. Immer noch nicht? Okay. Wir haben Zeit. Aber gleich, ne? Ja, das liegt brach. Und fürs nächste Jahr ist ja auch schon alles angeordnet, oder? Ach nee, Moment, wir sind im 3. Jahr. Dann fehlt das nächste Jahr tatsächlich noch. Hier ja, da haben wir es drin. Hier müssen wir dann über den Winter mal schauen, was wir dann als nächstes pflanzen. Machen wir dann. So, geht's hier bald los? Immer noch nicht. Ich guck mal ganz kurz. Info-Overlays. Haben wir da? Ach so, wir haben noch Problems an. Also alles gut. Oh, nein, das wollte ich nicht. Muss gerade auch erstmal wieder reinkommen tatsächlich. Bin schon ein bisschen wieder raus. Was ist los? Schön. Die Heubaracken sind alle 3 fertig. Das ist wunderbar. Ah, guck mal, die gehen sogar... Ah! Das ist ja cool. Das fällt mir jetzt erst auf, dadurch, dass die Heu drin ist, dass die Dächer dann quasi hochgehen oder hochgeschoben werden. Aha. Je nachdem, wie viel drin ist. Dann war 3 vielleicht doch ein bisschen viel. Ich weiß es nicht. Ein Händler ist da. Da mache ich kurz Stopp. Bevor er weg ist. Ja, Kühe hätten wir hier. Wollen wir es probieren, Kühe? Ich würde es wirklich gern probieren. Wie teuer sind sie denn überhaupt? Das ist jetzt die Frage. Wenn ich jetzt... Ach so. Ochse, Bulle, Kuh. Ich nehme an, ich brauche ein Männchen und 2 Weibchen vielleicht. Also das werden die Weibchen sein, das sind die Männchen, oder? Und Ochsen, denke ich jetzt mal, sind die, die eigentlich auf dem Feld die Karren ziehen, oder? Also das wäre jetzt 2, 1, 80? Hä, wie kann... Achso, hä, warum kann ich jetzt hier keine 1 reinschreiben? Was ist das für Quatsch? Guck mal, das geht irgendwie nicht, da cancelt das raus. Habe ich nicht genug Geld? Ach, vielleicht kennst du das raus, weil ich nicht genug mehr leisten kann? Ich, warte mal. Ich kann... Ach, der hat keine. Hier, der hat 25 Kühe, aber keine Bullen. Ich verstehe. Also wir könnten jetzt Kühe kaufen, hätten aber keinen Bullen zur Fortpflanzung. Das ist natürlich schlecht. Ich würde es trotzdem gern kaufen. Wenn ich jetzt 2 kaufe, sind das 80, ne? Na, wir haben auch nicht so viel. Also da sind wir quasi schon wieder fast pleite.
Können wir im Gegenzug irgendwas verkaufen? Buckwheat hatten wir selber nicht mehr viel, ne? Gar nichts. Gut. Wir können ganz viel davon abgeben. Von Charcoal. Oh, der will gar nicht so viel haben. Nur 5, 7, 6 will er nur. Ja, guck mal, da würden wir 46 kriegen. Das mache ich, glaube ich, mal. Deal. 5, 7, 6. Okay, das mache ich jetzt ganz in Ruhe, damit ich hier auch nichts falsch mache. 5, 7, 6. Wunderbar. Und gibt's noch irgendwas? Davon haben wir 600 nur. Ich könnte Weizen noch weggeben. Davon haben wir ziemlich viel und gleich ist ja sowieso wieder Einfuhr. Können wir auch noch mal ein bisschen was machen. Ja komm, ich gebe mal 500 weg. Wir haben genug. Ich gebe mal 500. So, dann 500 Weizen. Ich hoffe, die schaffen das dann. Ich weiß, ich muss die noch einsortieren. 500. Na, ich weiß gar nicht, wie viel wir machen können. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt jemand frei ist. Wahrscheinlich nicht. Die müsste ich erstmal irgendwo abziehen. Hier, du hast eh gerade nichts geordert. Dann nehme ich die beiden weg. Dann können die da beide hin. Okay, ich hoffe, es geht schnell genug. Das ist ja immer so mit dem Umswitchen ein bisschen problematisch. Ja, dann könnten wir quasi hier die Kühe reinholen. Wobei wir hier natürlich auch erstmal Zeug bräuchten. Heu und Wasser. Okay, hier ist Steg und Heu ist auch gleich daneben. Müsste eigentlich schnell gehen. Ah, jetzt hat sie tatsächlich schon angefangen mit der Mist. Kriege ich das ohne Männer hin? Also ich habe jetzt alle Männer da einmal raus. Warte mal, was haben wir denn gerade? August haben wir. Dann ist das auch... Warte mal. Das ist die One Season, ja. Das ist, wenn es geht. Okay, ist alles einsortiert. Okay, nicht durcheinander kommen hier. Wir probieren es mit den Kühen. Wir probieren es. Ich nehme mal... Achso, wir können ja gerade noch nicht so viel leisten. Wir haben ja noch nichts. Komm, ich nehme mal zwei und wir gucken uns das mal an, oder? Mehr können wir uns gerade nicht leisten. Wir nehmen jetzt mal zwei. Wie gesagt, einen Bullen haben sie leider nicht. Den kann ich nicht mitnehmen. So, wie lang ist der Weg? Wo kommt der her? Okay, ist ein bisschen Zeit. Ah, einer ist schon drin, perfekt. Und hier müsste dann halt auch noch einer kommen. Ich kann ja hier mal einen Schmied rausnehmen, nur für den Fall der Fälle. Oh, hier hat sich auch schon Holzfäller verabschiedet. Wir brauchen da aber auch nicht unbedingt so viele, denn hier vielleicht lieber noch einen Schmied rein. Wie sieht es mit unseren Wagen aus? Oh, okay. Da brauchen wir auf jeden Fall gleich einen, der ganz macht. Hier geht's noch. So. Cows und Pigs. Schweine haben wir noch nicht. Kühe. Ja, das macht ja nicht, wenn die noch gut sind, ne? Glaube ich. Hier kann... Ach, tatsächlich Frau und Mann. Na, dann nehmen wir doch deine Frau. Dann muss es ja kein Mann machen. Und auch hier nur Frauen, bitte. Muss ich sonst noch was einstellen? 20 können hier leben. Use follow field if available. Was ist das? Add pasture? Huch. Ach so. Ah, so mache ich ihn. Ah, Gott. Ich habe mich schon gewundert, dass die kein... Halt, das will ich doch gar nicht. Kann das bitte nochmal weggehen? Dankeschön. Ja, da kann ich denen doch sowas wie ein Feld ziehen. Oh Mann, das wusste ich nicht. Die haben nur da Ausgang, ne? Ja. Dann mache ich das jetzt doch noch hier hin. So. Ja, jetzt haben wir vielleicht ein Problem, dass es zu klein wird. Dann klappt das doch nicht so, wie ich mir das... nee, das geht ja gar nicht. Der macht sonst da... Nee, das muss für sich freistehen, okay. Wenn ich das jetzt... Warte mal. Ich weiß auch nicht genau, wofür das ist, muss ich ehrlich gerade sagen. Ob das jetzt nur für den Fall ist, dass quasi unsere Felder nicht gehen. Aber ich mach's mal lieber, bevor es nachher fehlt und dann gemeckert wird. Das will ich auch nicht. Okay, ist alles zu klein. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, ich habe nicht genug Platz dafür. Place is occupied, occupied und too short. Ah. Dann muss ich es hier machen, tatsächlich.
Wir können es ja wieder wegmachen. Im Notfall. Oh, hier fliegt gerade ein richtig lauter Hubschrauber vorbei. Oder Flugzeug oder was auch immer. Place is occupied. Ach so, da. Hä? Ja, ne? Ist occupied. Okay. Weiter weg. Oh Gott, jetzt hier noch so ein Chaos gerade. Ich will es gar nicht mal so riesig machen, tatsächlich. So, hier vielleicht. Da steht jetzt blöderweise auch ein Baum rum. Na, guck mal, so reicht doch erstmal. Wir haben zwei Kühe, also ganz ehrlich, wo sollen die hin? So, jetzt hätten die hier quasi ein Feld für sich. Ja. Wenn halt hier kein Feld brach liegt. Gerade liegt ja hier sogar ein Feld brach. Ich weiß nicht, ob das... Use Fallow Field available. Also das könnte vielleicht sein, wenn hier ein Feld brach ist, dass die dann dahin gehen. Das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. Sind hier genug Leute? Oh Gott, das ist ja niemand. Moment. Wir ziehen hier die Frauen ab. Die müssen jetzt unbedingt da helfen. Wir brauchen da jede Frau. Die gehen noch. Wie sieht es hier jetzt aus? Okay, Charcoal ist da, muss nur noch das Weizen rangebracht werden. Das ist okay. Sehr schön. Ah, ich bin schon gespannt auf die Kühe. Ich bin sehr gespannt, wie das dann ist. Oh, und hier ist der Wagen. Da können wir dann auch gleich einen Mann reinholen. Aber erst, wenn wir auch wieder welche zur Verfügung haben. Gerade ist das ja eher nicht der Fall. Hier fehlt immer noch einer. Wo wir eigentlich haben müssen. Also hier sind jetzt zwei drin, ja. Ich hoffe, die bringen das gleich. Aber wir haben Zeit. Oh, da ist schon wieder Wasserknappheit. Eigentlich haben wir sehr viele Brunnen. Wundert mich. Oh, was ist das? Hä, wo kommt der denn her? Ach so, die Brücke. Gott, ich habe mich gerade schon gewundert. Was ist da los? Was kommen da für Leute in unsere Stadt? Ach ja, ich habe ja übrigens gefragt, wie unsere Stadt so heißen soll. Es gab ein paar Ideen. Also zum einen Ideen in Richtung so idyllische Ortsnamen. Was waren das so? Ah Gott, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ich habe sie mir leider jetzt nicht aufgeschrieben. Sowas mit Ruhe und so. So wie Kurorte so ein bisschen vom Namen her. Ein anderer Vorschlag war es, wie bei Anno 1800 zu machen. Also wie ich es da auch gemacht habe in dem EP. Oder eher angezockt, in dem gezwungenermaßen angezockt. Da haben wir die Stadt nach einem Schriftsteller benannt. Ich glaube, wie habe ich es genannt? Nach Kafka, glaube ich. Kafkasia oder so. Irgendwie sowas. Mir gefallen beide Ideen sehr gut. Das hier so ein bisschen Ruhrortmäßig zu beschreiben, finde ich gut. Ich finde aber auch die Idee gut, das noch einen Schriftsteller zu machen. Ich habe noch nicht weiterhin drüber nachgedacht. Leider kenne ich auch keine ukrainischen Schriftsteller. Russische genug, aber ja, ukrainische leider nicht so. Das ist ein bisschen blöd. Haben wir hier schon? Nee, immer noch nicht. Ah, jetzt. Jetzt wird hier aufgefüllt. Ich hoffe, die werden vorher fertig, bevor der kommt. Wie weit ist er denn? Ah, auf halber Strecke. Okay, das schaffen wir locker, würde ich sagen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Die Brücke ist wie weit? Okay, da fehlt noch ganz, ganz viel Holz. Ein paar Nägel. Alles gut. Metal Parts müsste jetzt auch knapp sein, aber da schalte ich jetzt trotzdem nochmal runter. Weil so viele brauchen wir allgemein denn doch nicht. Warte mal, hier kann ich noch die Frauen rausnehmen. Die können auch noch bei der Ernte helfen. Okay. So, hier ist jetzt auch eine Frau drin. Wunderbar. Also wenn die Kühe da sind, die bringt auch jetzt schon Heu und Wasser. Perfekt. Und hier haben wir auch alles. Na, wunderbar. Ich überlege, ob ich einen wegnehme. Aber gut, wenn einer Taking Rest macht, in dem Moment, wo dann der Wagen kommt, ist schlecht. Dann lassen wir es lieber. Na, und dann überlege ich, ob ich doch noch hier ein paar Männer mit dazu schicke. Könnte sonst vielleicht schwierig werden, ne? Hier, ich mache mal auch Higher Man als Laborer. Falls irgendjemand frei zur Verfügung stehen sollte. Warte mal, den hier können wir zum Beispiel noch nehmen. Den hier nicht. Das Sonnenblumenöl würde ich ganz gerne weiter produzieren lassen. Bei den Hühnern nehme ich natürlich auch keinen weg. Ich bin mir nicht sicher, ob wir zwei brauchen. Ganz ehrlich, nehme mal nur eine hier bei den Hühnern. Ich glaube, das reicht. Wir haben ja nicht viele. Es sind immer noch fünf, ja. Wir haben jetzt tatsächlich schon Eier. Oh, wunderbar. Dann können wir hier an unseren Ständen jetzt auch Eier anbieten. Das ist cool. Hier, haben wir noch Platz. Ja, ist jetzt nicht sehr geordnet, leider.
Wo haben wir es denn? Chicken Egg. Da. Und irgendwann kriegen wir sicher auch Chicken Meat. Spannende Sache. So, dann machen wir jetzt hier noch Chicken Egg und Chicken Meat, würde ich noch mit reinmachen. 5000 und... Oh. 5000. So. Das kann jetzt da auch noch hingebracht werden. Bisher sind nur Sonnenblumen drin. Der Rest wurde schon weggeschnappt. Schon an die Stände gebracht. Schön. Und hier wird auch gleich Chicken Eggs aufgefüllt. Ah, cool. Ja, dann sollte das doch mit dem Essen alles hinhauen. Oh, der ist jetzt da. Der kommt jetzt, ne? Der Wagen. Es ist alles vorbereitet. Also kein Problem. Wenn er da ist, nehmen wir einen der Männer. Also nehmen wir beide Männer natürlich wieder raus, wenn der fertig ist. So, hier sind jetzt auch sehr viele am Arbeiten. Da sind sie. Die Kühe sind schon da. Da zieht die erste ein. Oh, wie toll. Wie unglaublich cool. Jetzt würde ich da gerne reingucken. Wir haben auch schon, wir haben Wasser, wir haben Essen. Less than a month. Okay, es reicht komischerweise weniger als einen Monat. Ich weiß gar nicht warum. Aber wo sehe ich denn jetzt, wie viele Kühe da drin sind? Gerade steht da noch gar nichts von Kühe. Nur Livestock steht da, obwohl da gerade eine Kuh reingerannt ist. Ich habe es gesehen. Die Wegen sind aber eigentlich auch irgendwie noch gar nicht da. Die Kühe scheinen schneller gewesen zu sein als die Händler, habe ich so das Gefühl. Denn der Händler ist noch gar nicht da. Also hier steht immer noch keine Kühe. Ich weiß gar nicht, warum brauchen die denn so viel? Das ist 300 Wasser, 300 Heu. Es sind nur 2 Kühe. Und das reicht nur einen Monat? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da kommt er. Da ist der Händler. Ah, guck mal. Ah, cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Und jetzt kann ich auch folgen. Ist das neu? Dass man sich den Weg anzeigen lassen kann und dem auch folgen kann? Schön, dass es geht. Was macht der da? Ich weiß nicht, wo der daherkommt. Keine Ahnung. Ein freies Haus hatten wir nicht, also er kann nicht, Einwanderer kann es nicht sein. So, dann achte ich mal hier eben drauf. Hm, die Wegen waren auch hin, ne? Oh ja, da müssen wir jetzt auch auf jeden Fall wieder einen Carpenter einstellen. So, die werden beladen. Also, ja, doch, die beiden Wegen. So, wir haben 2. So, und beides kann raus. Sehr schön, brauchen wir nicht mehr. Okay. Dann sind die Männer auch wieder raus hier und die können jetzt hier helfen. Einer kann Carpenter werden. Hier ist ja schon eine. Da sind sie jetzt. Okay, jetzt hat es geupdatet. Ja, der Wagen musste tatsächlich erst ankommen. Also wir haben eine Kuh, die ist 2 Jahre alt und eine ist 1 Jahr alt. Wir können schlachten oder Protect auch noch machen. Also schlachten oder beschützen. Moment. In summer, cows can graze on a pasture. Das ist das, was wir gebaut haben. Button to add on. They can also pasture on a fallow farm field. Also eigentlich haben wir eins, was brach liegt, würde also auch gehen. Also wir bräuchten das hier nicht wirklich. Okay. For breeding, you need at least 1 bull. Okay, also wir brauchen 1 Bullen für den Kuhstall, damit neue nachkommen können. Und man kann aus Bullen Ochsen machen. Oh, Entschuldigung. For use as dwarfed animals. Also um den Karren hier zu ziehen wahrscheinlich. One ox should be at least 1 year old. Okay, der muss aber 1 Jahr alt sein. Es ist ein Karschat. Robert is penny, you can relocate party. Ja, wir können die auch umziehen lassen, okay. Slaughterhouse, wenn wir die schlachten wollen. Aber jetzt natürlich noch nicht. In winter, each animal consumes 25 units of hay and water per month. Ja, die brauchen immer 1 Monat. 25 Heu und Wasser, denn ja, das reicht jetzt auch 5 Monate, steht da. Muss eigentlich länger halten. Okay. Build hay dryers for hay provision and hay bags for storage haben wir. Cowshed workers will also participate in hay protection and transportation if no other work. Aber was ist jetzt das mit dem Protect hier? Irgendwie manchmal. Da, jetzt ploppt was auf. Hm, weiß ich nicht. Also klar, Schlachten drücke ich jetzt auf keinen Fall an. Ja, da müsste ich mich mal informieren, was das hier jetzt heißt mit dem Protect. Muss ich das jetzt machen, damit die auf keinen Fall geschlachtet werden quasi? Warte mal, damit hier bloß nichts passiert, nehme ich hier mal beide raus gerade. Ich habe Angst, dass da so ein... Aber eigentlich kann ja nichts passieren, da arbeitet ja keiner. Also eigentlich dürfte nie was passieren. Naja, trotzdem. So, hier sind sie gleich fertig mit dem Feld. Wunderbar, wie sieht es mit der Brücke aus?
Oh, guck mal. Oh, oh. Da sehen wir sie jetzt beide. Haben die Namen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre wahrscheinlich zu lustig. Nee, die heißen einfach nur Kuh. Kuh 2 Jahre und Kuh 1 Jahr. Na gut. Und hier haben wir sogar das Feld. Mhm. 2 Kühe sind da drauf, steht da gerade. Ja gut, die könnten jetzt auch das Feld da hinten benutzen, aber das ist hier wahrscheinlich für die näher. Können wir erstmal lassen, solange hier noch kein anderer Kuhstall steht. Das ist okay für mich. Ja. Und schön, dass die auch unterschiedlich sind. Wir haben jetzt eine braune Kuh und eine schwarz-weiße. Wunderbar. Als nächstes kommt dann eine lilane Kuh. Und die nennen wir Milka. Nein, Spaß. Okay. Ja, habe ich an alles gedacht? Oh, hier haben sie tatsächlich wieder aufgefüllt. Das will ich natürlich nicht. Ja. Ja, soll wieder weg, das Zeug. Obwohl, ist blöd jetzt. Nee, ganz ehrlich, lassen wir mal. Jetzt haben die hier andere Sachen zu tun. Muss jetzt nicht sein. Habe ich hier nicht einen reingesetzt? Ach, ich habe es falsch gemacht. Ich so raus. Mann, ich habe den falschen Laden angedrückt. Wir wollen ja die Wagen reparieren und nichts anderes. Haben wir... Ach so, ja gut, die Männer, die frei sind, können ja kommen. Die arbeiten gerade auf dem Feld. Okay, da wird noch keiner benötigt. Okay, dann geht alles erstmal seinen gewohnten Gang. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Folgenende. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wir haben Kühe.